Jo, 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 guten Morgen, guten Abend, liebe Freunde, was wir auch haben. Ja, ich habe gesagt, ich werde demnächst dann noch ein bisschen was zeigen, was ich hier mache. Ihr seht erstmal eine kleine Farm. Ich habe hier auch noch so einen kleinen Stall gebaut, sozusagen. Da sind auch meine zwei Hauptpferde drin. Hier draußen sind Kühe, Schweine, Schafe und auch einige der Vögelein, der Entlein. Oder Küken, Hähnchen, was man auch nehmen will. Ich glaube, Hühnchen sind das, ne? So. Ja, das ist dann sozusagen eine kleine Farm, die ich hier aufbaue. Kann man hier durchgehen und ja, hat man hier nochmal die Ansicht von meinem Castle. Von meiner ersten Basis. Und ja. Da hat sich auch ein bisschen was getan. Also nicht nur hier draußen und drumrum. Wie ihr auch seht, probiere ich auch immer wieder Moods aus und versuche die Grafik zu verbessern. Weil mir einiges an der ersten Grafik nicht gefallen hat, dass auch nicht alle Texturen angezeigt wurden. Also Holz sah teilweise dann blau und lila aus. Das fand ich ein bisschen. Oder schwarz und lila. Und das fand ich ein bisschen daneben. Hier seht ihr oben, dass ich das Wasser erstmal eingegrenzt habe. Das fließt nicht mehr durch den ganzen Raum. Ja, und also man kommt dann durch den anderen Schacht, wo man da, wo das Wasser jetzt nach oben läuft, kann man dann noch nach oben tauchen. Ja, wieder in die Kuppel, wie ich es im letzten Video auch gezeigt habe. Aber wir gehen jetzt mal runter. Na, weil ich will das Video auch nicht allzu lang machen, weil ich habe Probleme eben beim Video erstellen mit meiner Kapazität und mit der Verarbeitungsqualität. Deshalb halte ich das Video auch möglichst kurz, immer so ein paar Minuten Bereich. Deshalb mache ich hier auch keine großen Live-Videos von großen, aufwendigen, stundenweisen Aufbausachen. Hier seht ihr, dass ich eine kleine Plattform gemacht habe mit Zauberbüchern. Ja. Ich weiß, jetzt meckern einige, ihr seht aber auch gleich, dass ich es auch noch richtig aufgebaut habe. Das ist nur so eine kleine Platte für, wenn ich kleine Verbesserungen plus 1, plus 3 machen will, habe ich hier schnell einen Zugang. Wie ihr eben gesehen habt, habe ich auch Kaktus angebaut und hier hinten bin ich noch nicht fertig, aber da baue ich jetzt Melonen an. Da habe ich erstmal die Melonenblocks reingehauen, die ich gefunden habe. Werden später noch die Samen rausgenommen und dann halt vernünftig gepflanzt. Und hier gehen wir Moment jetzt mal nach unten. Und da seht ihr auch, dass ich durchaus eben das auch richtig gemacht habe hier mit dem Block, wie ihr das vielleicht erkennt. Dann nehme ich zum Beispiel, ja, ich zeige jetzt mal hier, die kann ich zum Beispiel nicht verzaubern, weil die schon verzaubert ist. Ja, das ist mein Schwert, genauso wie auch eben diese Hacke habe ich verbessert. Und jetzt habe ich hier noch diese Steinaxt und die kann ich verbessern. Das mache ich dann nochmal. So, einfach nur mal so als Demonstration, wie sowas geht. Schnick, schnack, schnucki. So. Ja, hier an der Seite haben wir ein Portal, also eine Portalecke. Auf beiden Seiten sind zwei Portale, die in verschiedenen Bereichen gehen. Und das habe ich erstmal abgesperrt. Bin ich mir schon zweimal drauf gegangen. Auf der rechten Seite geht es halt runter in den Bergbau. Da, wo ich meine ganzen Sachen abbaue. Naja, das ist jetzt erstmal soweit dazu. Das hat sich so innerhalb meiner Basis getan. Oder tut sich noch. Ich bin ja auch noch nicht fertig, wie gesagt. Ich mache jetzt hier wieder so einen Rundweg. Da oben ist auch was abgebrannt, habe ich gesehen, am Dach meines Stalles. Aber das mache ich später. So, also das ist mein Stall. Ein Pferd ist auch gestorben. Jetzt weiß ich auch warum. Da hat es irgendwo wieder gebrannt. Und ich will aber auch ein bisschen was aus Holz machen. Ich will nicht alles komplett aus Stein haben. So, machen wir dicht, damit die nicht rauslaufen. So, hier habe ich die Tore auch so gemacht, dass ich mit den Pferden dann durchreiten kann. Also auch im Stall, dass ich vernünftig mit den Pferden rausreiten kann. Und jetzt kommen wir zu was Besonderem, was ich auch gesagt habe. Ich habe mich dann auch eben mit dem Aufbau einer Fabrik beschäftigt. Und zwar werden hier Melonen und Zuckerrohr abgebaut. Hier seht ihr, dass Melonen abgebaut werden. Ja.
Und da werden automatisch Zuckerrohre abgebaut. Das ist so jetzt hier mein Fabrikkasten für Melone und Zuckerrohr, den ich aufgebaut habe. Hat auch ein bisschen Zeit gedauert und einiges an Planung. Ich kam auch erst wieder nicht klar, weil ich schon lange nicht mehr in Minecraft war mit dieser Selbsthaltung, aber jetzt läuft sie. Wie ihr auch seht und hört. Die Selbsthaltung läuft die ganze Zeit und produziert und produziert und produziert. Das heißt, die Kolben schlagen und schlagen und schlagen. So, hier unten würde dann in der Endtruhe Melone kommen und hier in dieser Truhe Zuckerrohr. Ah, guck mal da, meine Axt. Die habe ich schon vermisst. Ich wusste nicht genau, wo sie gelandet war. Habe ich irgendwie verloren hier beim Aufbau und ist ins Wasser gekommen. Naja. So, das ist die Fabrik. Na, meine erste hier, die ich jetzt hier aufgebaut habe, um meine Basis. Mit Selbsterhaltung. Läuft alles und ja, baut nach und nach ab. Es gibt sicherlich bessere und leistungsbringendere Fabriken, aber für mich alleine hier in dieser Welt reicht diese Fabrik, um für mich die Rohstoffe abzubauen.